Hochachtung. Nana Skoborg-Merald. Alle Richter sind sich einig, sie übernimmt die Führung mit auch wieder einer neuen persönlichen Bestleistung mit diesem Pferd. Mit 82,965%. So, unser Schlusspaar, Emilio. Emilio, der gestern hier tatsächlich schon dafür gesorgt hat, dass Isabel Wert aus dem Strahlen gar nicht mehr rauskam. Oh Gott, jetzt nicht so doll, jetzt nicht so doll. Wir kennen ja, ich hätte fast gesagt, die Emily, denn so heißt er zu Hause. Liebevoll von Steffi, der Fliegerin, Emily genannt, die beiden, sagt Isabel Wert, die sind gegenseitig sich heilig. Emilio, der gestern hier gewonnen hat, der übrigens schon viermal in seiner Karriere hier den Spezial gewonnen hat, den German Master-Titel, noch nie in der Weltcup-Kühe hier am Start war. Ich habe gestern Isabel gefragt, warum. Sagt sie, das war eigentlich so ein bisschen Zufall. Heute ist er in der Weltcup-Kühe dabei, das erste Mal und das letzte Mal in Stuttgart, denn er wird noch in dieser, ich werde es offener sagen, in dieser Weltcup-Saison seinen Abschied aus dem Turniersport zelebrieren. Isabel ist noch nicht sicher. Die Kühe, wie Isabel so schön lässig sagte, meine Pizzamusik und Emil.
Also das war eine verdammt tolle Kür. Da muss man aufstehen. Großartig. Dieses Pferd ist 17 Jahre und hat einen Spaß, eine Selbstverständlichkeit hier im Viereck. Samtreiterin, wie man sieht. Also wirklich großartig. Großartig, weil er super zufrieden in der Anlehnung war, den Esprit mitgebracht hat. Isabel Wert sagt immer wieder, ein Pferd, was lange in diesem Sport sein möchte oder wir möchten, dass es das ist, wie auch immer, der braucht diesen Geist und den hat er. Sie sagt noch ganz schön, wenn sie ihn beschreibt, wenn man sagt, Pferde haben einen siebten Sinn, dann hat Emilio einen achten und den hat er uns, glaube ich, hier gezeigt. Er ist seit 2015 ist er im internationalen Grand Prix Sport, hat gestern Sieg Nummer 55 auf internationalem Parkett gefeiert. Das ist unfassbar. Und hat bei diesen 55 Siegen nie weniger als 74% gehabt. Und es ist jetzt nicht so, dass er jedes zweite Wochenende auf dem Turnier war. Also die Quote ist sehr hoch. Das schafft ein Pferd nur, wenn es genau diesen Geist hat, den Isabel Wert so an diesem Pferd liebt. Ja. Sie hat gestern noch mal gesagt, Mensch, mein Herz schwankt. Eigentlich hatte ich mal angedacht, ihn im Dezember in Frankfurt zu verabschieden. Aber ich weiß nicht, vielleicht geht da auch noch mal eine Weltcup-Etappe. Die Entscheidung kann hier keiner abnehmen. Aber heute ist es auf jeden Fall Sieg Nummer 56 auf internationalem Grand Prix-Niveau. Es ist der erste Sieg für Emilio hier in der Stuttgarter Weltcup-Kür. Es ist der 10. Sieg für Isabel Wert hier in Stuttgart in der